Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin 28, arbeite als Sachbearbeiter im Rechnungswesen, bin zu Bern im Grossen Rat und Präsidentin der Jungen Alms Schweiz. Was lernen wir aus der Corona-Krise? Erstens, wir können sehr froh sein, haben wir so eine gute und motivierte Milizarmee, die derart schnell im Einsatz war. Und zweitens, unsere Nachbarländer sind nicht nur Freunde, sie haben nämlich auch Eigeninteressen. Gerade bei der Schutzmaske haben wir gesehen, dass wir uns nicht nur auf unsere Freunde verlassen können. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. In den letzten 2 Monaten ist unsere Wirtschaft mehr oder weniger runtergefahren worden. Viele KMU kämpfen jetzt ums Überleben. Sie müssen Kurzarbeit beantragen oder noch schlimmer, müssen ihre Mitarbeiter entlohnen. Darum wird auch die Arbeitslosigkeit in der Schweiz wieder steigen. Und von dem her ist es für mich auch klar, dass wir jetzt die Personenfreizügigkeit mit der EU müssen beenden müssen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt, wo wir so viele Schweizer Arbeitslose haben, billige Arbeitskräfte von der EU reinholen, bevor wir schauen, dass unsere eigenen Leute wieder eine Stelle finden. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir am 27. September Ja zur Begrenzungsinitiative stimmen. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.